ne? Und dann finden wir Romero hier. Und naja, er hat eine Brille und taucht in einer Menschenmenge unter. Es ist Waldo. Es ist einfach 1:1 ganz klar Waldo. Hallo Waldo. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Hypixel Skyblock, zurück auf meiner kleinen Insel hier. Und heute geht's wieder weiter mit ein bisschen Progress. Ich habe schon mal alle meine Minions leer gemacht, habe schon mal alles aufgeräumt wieder und alles wieder abgegradet, wo es eben ging. Bin jetzt beim nächsten Minion auf Stufe 9. Und dann haben wir noch mal ein paar Stufe 8 Minions und da hinten die Pilze. Die Collections selber nähern sich langsam aber sicher aber auch schon dem Ende. Und zwar sind wir jetzt schon bei der Redstone Collection 14. Und auf dem Weg zu 15, fast schon bei 15. Und dann bleibt nur noch die 16 und dann haben wir es auch schon. Das heißt, also so lange haben wir gar nicht mehr. Dann haben wir das Redstone tatsächlich einmal durch und dann sind wir mit Redstone eigentlich auch soweit fertig. Danach müsste ich nochmal eine Runde Kohle einschmeißen, dass ich wieder genug Kohle habe für genug Eimer. Ich würd gerne so 20, 25 Eimer haben wollen. Lava-Eimer und ich brauche die halt auch für andere Sachen. Und die Mushroom-Collection selbst kommt auch hier langsam aber sicher dem Ende entgegen. Wo sind wir? Da, Collections, Farming Collections, Mushrooms. Auch da sind wir schon fast am Ende angelangt. Und damit könnte ich mir dann sogar das Mystery Bedpad machen. Wobei ich vermutlich denke, dass das Bedpad warte mal, habe ich falsch hier? All. Bestie Firework, das Vampire Bat Skin. Wo ist er denn? Hero Skin. Candy Bat, Vampire Bat, Vampire Fang. Mystery. Nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Wir werden es dann sehen. Steht hier gerade so nicht drin. Anyway. Also wie gesagt, das läuft auf jeden Fall jetzt weiter vor sich hin. Durch die Redstone Collection habe ich jetzt massiv, also wirklich massiv Platz im Accessoire-Bag. Da ist jetzt ein bisschen Luft. Ja, sie sollten uns vielleicht auch mal wieder darum kümmern. Allerdings gibt es inzwischen etwas Neues hier beim Experimentation Table. Und zwar habe ich jetzt freigeschaltet durch meine Enchanting Level den Chronomaton. Der es mir erlaubt, mehr Pairs freizuschalten in den Super Pairs. Das heißt, ich kann dann quasi dieses andere Rätsel noch mehr besser lösen und bekomme dann noch mehr Rewards. Lass uns mal schauen, wie das funktioniert. High Experiment. Bei 5 kriege ich einen Klick, bei 9 kriege ich 2 Klicks. Okay. Lass uns also mal schauen. Ich mache gerade mal den Sound aus, gerade die Musik aus. Weil ich glaube, die stört jetzt eventuell. Okay, das ist komplett ohne Dings. Das Add-on zeigt mir gerade, wo ich klicken muss. Von daher ist das gar kein Problem. Zack, zack. Zack, zack und zack. Da, 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 da. Vermutlich, weil die Jukeboxen aus sind, denke ich mal, geht es gerade nicht. Da bist du gerade Stufe 7 jetzt. Da, 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 da. Und da und da. Okay. Und los geht's. Zack, 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 zack. Und los. Zack, 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 zack. Ich bin jetzt bei 10. Okay. Und los. Da, 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 da. 11? Jesus Christ.
Und da, 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 da. So, ich mache mal die Musik wieder an. Brauchen wir dann eh nicht. Bap, 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 bap. Mann, ich bin so gut, oder? Ich bin ja so gut. den 13. Ich krieg irgendwie extra Bonus-Enchanting-XP für jede Stufe oder so, ne? Okay. So ähnlich funktioniert auch dieses Spiel von Melody. Dieser NPC, der auf der Insel steht. Auch so ein Musik, der muss auch so ein Musikding nachspielen. Die Addons machen es halt wirklich extrem einfach. Halt wirklich nur klick da, wo leuchtet. Also das ist jetzt nicht wirklich spannend. Ja, beim ersten Mal habe ich es hart verkackt, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Aber jetzt ist es ja super, super simpel. Ist auf ein Ende irgendwie? Ich weiß gar nicht. Die Zeit wird auch immer länger mit jeder neuen Note. Das heißt also, du kommst eigentlich schon voran. Mich wundert, dass das Addon tatsächlich erlaubt ist in dem Fall. Weil das macht's halt wirklich. Genauso wie mit dem Memory zum Beispiel. Das ist ja auch super simpel geworden durch den Mod, weil der Mod dir direkt anzeigt, was wo ist. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht so genau, ob das wirklich so korrekt ist, aber bisher scheint der Mod ja zu funktionieren und erlaubt zu sein. Von daher machen wir einfach weiter. Los geht's. Zack, zack. Das ist jetzt aber auch nur eine Seite der Extra-Experimente. Das ist jetzt nur eine Seite der Extra-Experimente. Du hast zwei Seiten. Dann kannst du halt eben dann in der Mitte den Experimentier-Table noch mal ein bisschen stärker verstärken. Okay. Und los geht's. Der highlight auch schon so ein bisschen im Hintergrund, welches die nächste Farbe ist tatsächlich. Also wir sind bei Stufe 19 inzwischen. Wir sind so gut, oder? Ich bin so gut in Onomaton. Okay, Stufe 20. Aber irgendwo muss das Schluss sein, oder? Über 20, oder? Du stehst ja morgen noch hier und klickst dir die Finger wund. Okay, ich lasse jetzt durchlaufen. Das ist mir jetzt zu doof. Ich glaube, bei 9, mehr als 9 geht sowieso nicht, von daher, also nicht wirklich mehr. Okay, ich hab mich verklickt, oh nein. Okay, longest change 20 notes, ich bekomme 2 Klicks. Okay, also maximal 2 Klicks extra. Und 22.000 Enchanted XP. Und die Enchanted XP wird halt höher, je länger die Chain ist. Okay. Okay. So, plus 2 Klicks. Und hier könnten wir das nochmal mit dem nächsten Experiment dann nochmal die Klicks erhöhen. Also habe ich hier schon die Stufe 2 Klicks. Bekomme jetzt 12 Default Klicks und 2 extra Klicks durch Addons. Okay. Das High-Experiment. Beginnt das schon? Ne, mit dem ersten Klick dann, ne? Click any button.
Zack. Das war nix. War nix. Schere. Nicht dasselbe hier? Nee. Leicht anders. Feder, nochmal extra Klicks. Nice. Da haben wir jetzt die Trommel. Den Kopf. Farbe. Und ich habe keine Klicks mehr über, okay. Ja, das war's. Hier gibt's nochmal einen, okay. Ich brauche deutlich mehr Klicks sogar, ne? Krasser Scheiß. Hier gibt's nochmal einen extra Klick und da waren zwei extra, drei Klicks. Und ich hatte nicht mal ansatzweise genug. Okay. Und wir bekommen dafür jetzt Klicks used, Pairs found, 4. Okay. Und Giant, okay, ich krieg ein paar Verzauberungen. Hab gelevelt sogar. Mehr Experience Orbs vom Source, mehr Ability Damage, mehr Intelligenz, Big Brain Enchant. Plus 25 Int, Smarty Pants. Das ist wahrscheinlich für Hose und Brüste und Kopf jetzt, ne? Kann ich jetzt extra Int drauf zaubern? Das ist ja lustig. Extra Coins und Skyblock XP. Dazu machen die Grand Experience Bottle, 10 Stück sogar. Cool. Dann lass doch mal gucken. Also müsste ich ja wahrscheinlich den Helm und die Hose jetzt verzaubern können mit Big Brain und Smarty Pants. Nee. Ah. Okay. Smarty Pants. Für Leggings. Doch. Warum kann ich ihn nicht verzaubern und meine Leggings? Source Enderman Slayer. Oh, okay. Also ich kann die jetzt zwar benutzen, ich habe es aber noch nicht freigeschaltet, weil ich noch den Enderman Slayer nicht gemacht habe. Okay. Und was ist dann Big Brain? Du brauchst also beides wahrscheinlich. Das braucht... Au. Oh. Die bekommt man nur aus der Dark Auction. Interessant. Okay. Big Brain geht für 50 Mille. 180 Mille schon für 5. Ach du Kacke. Okay, das kriegt man nur aus der Dark Auction. Alles klar. Kann ich mir also auch erstmal komplett klemmen, dann den Spaß. Na gut. So, haben wir das auch wieder geregelt. Und damit packen wir kurz die Sachen weg. Und kümmern jetzt nochmal uns um ein paar von den Talismanen, oder? Zuerst einmal ein Talisman, der mich ja schon letztes Mal hart geärgert hat. Den machen wir jetzt mal richtig. Und zwar die Wolfspaw. Die Wolfspfote. Es gibt nämlich offenbar ein Messerchen, das ich wahrscheinlich in der Library habe, wa? Ich kann es einfach neu kaufen, denke ich mal. Wo sind da meine Enchant-Bücher wieder gewesen? Da. Und zwar, irgend so ein Knife war, genau, hier, das Ding jetzt hier, das Hunter-Knife. Das müsste ich eigentlich beim Janitor kaufen können, ne? Glaub ich mal. Lass uns mal schauen. Denn damit habe ich nochmal plus Speed. Und damit sollte ich tatsächlich das Rennen auf dem Waldgebiet absolvieren können. Das hat zumindest im Stream funktioniert, also gehe ich davon aus, es klappt auch hier. Rusty. Genau, da ist es nämlich. Das Book of Progression, da haben wir den... Die Sachen hatten wir auch alles schon. 500.000 Coins. What? Okay, vielleicht gehe ich dann doch mal kurz in die Dings gucken, in die Bibliothek. Der Polish Pebble. Gab's den nicht von der Quest?
Den gab's doch von der Quest, oder? Obtaining. Stimmt, den gab's im Paddle, genau. Okay, okay, den brauchen wir sowieso nicht. Es gibt noch einen Talisman auch, den ich mir noch machen kann, nämlich den von dem Romeo und Julia Event tatsächlich. Hatte ich auch schon im Stream mal angefangen gehabt. Und das müssten wir jetzt auch machen. Aber lass erstmal, wir gehen mal ganz kurz zur Bibliothek. Und holen uns mal das Rusty Knife dort wieder raus. Oder das Hunter Knife wieder raus. Um damit zumindest den Speedboost nochmal volle Kante aufzubrezeln. Wir sind jetzt bei 298%. Damit kommen wir dann locker über 300% und dann sollte auch das Rennen für die Wolfspaw möglich sein. Zack. Hi. Da habe ich kurz mal meine Sachen. Ja, das ist nämlich das Hunter Knife. Dankeschön. So, okay. Dann rüber zur. Jetzt kommt die Sonne wieder raus hier. Wer hat dann wieder die Sonne freigelassen, Mensch? Wieder voll den Strahl im Gesicht, Mann. Hunting, Howling Cave, Spider's Den, die End. Wo sind denn hier die. Da ist die Barren, Jungle. Das war, glaube ich, in. Nee, nicht die Crystal Hallows. Nicht in. War das das? Nee, das war das Spruce, ne? Der Spruce-Wald. Da geht, glaube ich, der Spaß los. Okay. Ja, genau. Und wir sollen jetzt das Rennen in 32 Sekunden machen. Seid ihr bereit? Und ich habe auch noch. Ich bin noch einen kleinen Umweg gelaufen. Und es gibt noch einen kleinen Trick. Und zwar zum ersten Mal sneakt über die Platten. Ich habe das Problem. Das ist voll doof hier. Ich habe ja das Problem. Alter. Ist das ernst gerade hier mit dem. Links im Gesicht? Ach, voll. Aber wirklich voll Kante rein jetzt, ne? Es gönnt sich aber auf. Oder? Ich glaube, ich habe es versteckt. So leicht mit dem Vorhang. Oben gerade ist das Problem, dass du halt über die Platte läufst und die registriert nicht. Deswegen einmal ganz kurz drüber sneaken und dann zählt es auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir das Messer noch in die Hand. Sind wir bei 328%. Und dann läuft es sich ein bisschen geschmeidiger gerade. Zack. Dann brauchst du nicht mehr den Grappling-Hook. Es geht dann sogar auch komplett ohne. Alle hab. Einmal drüber sneaken und jetzt hier wieder zurück. Zack. Da wieder zurück. Über die Dings, über die Brücke. Runter bei Melody und... Bam. 33? Wirklich jetzt? Okay. Ah, gut, machen wir nochmal. Aber man sieht schon, es ist jetzt deutlich besser geworden, ne? Okay, Speedboost läuft und wir gehen los. Messer in die Hand und laufen. Und hops. Und hops. Klar, mit dem Aspekt auf die End wäre es natürlich noch einfacher und noch schneller. Aber... Scheiße, ah, fuck, das hat. Okay, das war jetzt gerade doof. Nochmal. Da habe ich gerade verkackt. Mit dem Aspect of the End wäre es natürlich logischerweise nochmal deutlich schneller. Aber den müsste ich erst freischalten und den habe ich halt eben aktuell noch nicht. So. Race finished. Speed Boost. Los geht's. Hallo? Danke. 328% Speed. So wie das muss. Hops. Einmal drüber sneaken und zurück. Nice. Fuck. Leicht verlaufen gerade. Nein, fest. Oh nein. Ich hätte springen müssen. Ja, das wird nix. Das wird nix. Und trotzdem, 34 Sekunden. Also, ne, es geht auf jeden Fall. Los geht's nochmal. Ich habe genug Mana. Speedboost läuft und Attacke. Jetzt aber richtig. Jetzt richtig mit Schwung. Zack, jawohl. Gut abgebogen. Das war richtig. Zack. Das war richtig. Da hoch. Da habe ich gerade leicht festgehangen. Leichter Dings. Und zurück, jawohl.
Einmal Speedboost und wieder zurück. Ups, vergessen zu springen, aber das haben wir noch kurz gerettet. Das könnte jetzt was werden. 30 Sekunden, nice. Na bitte, hat doch geklappt. Und damit haben wir jetzt auch die Wolfspfote uns gegönnt. Zack. Plus ein Speed und ein weiteres Accessoire in der Tasche. So, da kommen wir hier. Your Bags. Accessoire Bag. Und rein damit. So. Dann gab es jetzt noch hinten im Dschungelgebiet gibt es nämlich noch eine kleine Questreihe, wo wir jetzt quasi hinterherlaufen müssen. Wir müssen eine ganz besondere Person finden. Würde ich mal wenigstens mal ganz kurz mein Geld wegpacken, weil hier besteht eventuell die Gefahr, dass ich gleich von der Kante sammel. Und das wollen wir natürlich logischerweise vermeiden. So. Einmal hier hoch. Bap, 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 bap. Hey, I'm recording right now. What is it? Okay, I will be there in a second. So. Hier haben wir jetzt die Juliette. Und die sucht ihren Freund. Hallo, nice to meet you. Wir sollen ihren Romero finden. Er ist irgendwo in der Savanne. Und er trägt eine Brille und kann überall sich verstecken, in der Menschenmenge untertauchen. Das ist seine Besonderheit. Warum man so einen Menschen sucht oder braucht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Geht mich aber auch nichts an, ne? Wo die Liebe hinfällt und so weiter. Und hier muss man ganz klar sagen, Romero ist ein kleines Arschloch, weil den zu finden ist echt nicht so einfach. Du musst hier bei der Hütte hier hinten runter. Und da komm halt mal drauf, ne? Und dann finden wir Romero hier. Und, naja, er hat eine Brille und taucht in einer Menschenmenge unter. Es ist Waldo. Es ist einfach 1:1 ganz klar Waldo. Hallo, Waldo. Er sucht Gold, aber er findet nur Sand und Steine hier. Aber hier ist eine Goldmine in der Nähe und vielleicht können wir ihm helfen, ein bisschen Gold finden für ihn. Können wir das? Können wir. So, man könnte jetzt versuchen, hier wieder hoch zu hier wieder hochzuhüpfen. Lass mal. Man könnte jetzt versuchen, hier wieder hochzukommen und die Wand hochzukraxeln über drei Ecken und jumpen ran. Bullshit. Ist mir aber tatsächlich zu doof. Ist mir echt zu doof. Ich gehe jetzt hier wieder zurück über das Portal und mache dann so. So, und dann gehen wir jetzt in die Savanne und fertig ist die Laube. Ups. Da bin ich deutlich schneller, als ich da versuche, mich da durchzufräseln. Und hier ist jetzt die Goldmine. Die habe ich ja schon mal gesehen gehabt. Die befindet sich nämlich hier. Und hier drin finden wir jetzt irgendein Goldstück. Der gelbe Rock. Genau, da haben wir schon. Einen gelben Stein. Sollen wir jetzt zu Romero bringen. Geben wir also Romero seinen gelben Stein. Und hallo, viel Spaß. Und wir bekommen ein schlecht verpacktes Geschenk. Das soll jetzt zur Juliette. Dazu nehmen wir wieder den Teleporter. Und diesmal ist es sogar sinnvoll, weil die ist ja noch weiter weg. Die ist ja weiter oben. Und ihr werdet da wieder hinlatschen. Nutzen wir wieder den Teleporter. Ja. Und jetzt können wir zur Juliette. Und ihr das sorgfältig verpackte Geschenk übergeben. So. Hi, bitteschön. Ja, und es ist. Das Ding ist, wir laufen jetzt zwischen den beiden hin und her und während wir jetzt für die beiden irgendwelche Sachen machen, treffen die sich heimlich noch untereinander. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier los ist. Weil sie jetzt gerade. Oh, du hast gerade Romero getroffen, das ist komisch. Der war nämlich gerade hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier abgeht zwischen den beiden und was die hier. Ob das ein Kink ist, dass die mich hier in der Gegend rumjagen, ich weiß es nicht. Wir machen es trotzdem, weil wir kriegen Belohnung dafür. Wir kriegen dafür nämlich einen ganz tollen Talisman, den Shiny Yellow Rock. Und der hat eine Chance in einer Trilliarde, dass ich doppelt so viel Schaden mache.
Yay! Eins in einer Trilliarde. Der wird immer besser mit der Zeit. So. Wir sollen jetzt Romero wiederfinden. Der ist jetzt wieder mal los. Er wollte ein paar Groceries im Markt kaufen. Gehen wir also los und gucken mal, ob wir Romero am Markt finden werden. Jetzt können wir einfach nur zum Hub gehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der jetzt hier gewesen ist. Der hat sich auch hier wieder irgendwo versteckt, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo genau. Saufen war er auf jeden Fall nicht, das wüsste ich. War der hinten, ich glaube, der war hinten beim... Welche Alchemistenhütte in der Nähe, glaube ich, war der? Wo war denn der jetzt wieder, Mensch? Ach, Romero. Ich glaube, ich gucke einfach mal ins Wiki, wa? Ich mir jetzt wirklich doof suche hier. Ich hab's im Stream schon mal gemacht, aber ich habe vergessen, wo der ist. Der ist wieder irgendwo verschollen gewesen dann. Irgendwo verschüttet oder so, keine Ahnung. Und steht auch im Chat nicht wirklich, wo der so ist, ne? He said it was getting too close to Downtown Markets. Ah, da ist er. Findet. Hi. Was? Nö, ich will gar keine Dings haben, gar keine, ich will gar keine, Sachen kaufen. Ich will einfach nur Blumen pflücken für meine tolle Juliette. Und jetzt steht er in einem Blumenfeld und wir müssen jetzt für ihn die richtige Menge Blumen pflücken. Die richtige Art und Menge. Er sagt uns logischerweise nicht, wie viel und welche. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, ne? Deswegen rennen wir jetzt hier rum, sammeln alle Blümchen an, die es so gibt und hoffen, dass wir dann die richtige Menge dann für ihn haben. Ups. Ich finde, dieses Questdesign halt sehr schwierig. Weil, ganz ehrlich, es gibt keinen, auch nur ansatzweise irgendeinen Hinweis darauf, welche Blume es sein könnte und wie viele du brauchst. Und egal, welche Blume du ihm gibst, er sagt dir nicht irgendwie von wegen, ich brauche jetzt noch mehr davon oder das ist die falsche oder irgend sowas. Die Information, die du bekommst, ist auch da sehr, sehr wenig hilfreich. Anders wie beim Viking. Beim Viking fand ich das super. Der Viking sagt dir genau, ich möchte gerne das Meeresrauschen hören, ich möchte gerne einen Fisch riechen und oder sowas in der Art. Da weißt du genau, was du machen musst. Oder zumindest hast du einen Hinweis darauf, was du machen musst und dann geht's weiter. Aber hier... Er denkt an Rosen. Rosen sind rot. Oh. Oh, okay, das hat dann doch funktioniert. Warum habe ich das im Stream dann nicht so gemacht? Egal. Ignoriert mein ganzes Gerente gerade, weil das ist gerade völlig Bullshit. Er sagt ein Bouquet Rosen, du gibst den Poppies, weil die sind rot. Und... Ja. Das war ziemlich einfach. Okay. Und es ist egal, welche Menge du hast, er nimmt die richtige Menge direkt aus der Hand. Mein gesamtes Gesabbel gerade eben war, ist, kann jetzt sauber ignoriert werden. Cool. Ich bin halt noch ein Noob, wie das hier aussieht, wa? Ich bin halt noch ein voller Noob.